Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie man einen also recht gesunden Holundersaft macht in ein paar Stunden. Also ich nehme immer so mindestens 6 große Holunderblüten oder vielleicht brauche ich auch nicht alle, dann gehe ich es ein bisschen ausstauben. Dass der Pollen nicht so drin ist, es nicht so gut schmeckt. Dann habe ich schon einen reingetan. Zwei eigentlich, aber ich habe schon vorher noch. Und schauen, dass keine kleine Tiere um sind. Ja, dann ins Wasser stecken. Und Stängel nicht, den muss man rausnehmen können. So. So viel wie geht rein. Da ist noch was. Eine noch. So. Ich weiß nicht, ob da noch reingeht. Aber ja, das passt schon mal fürs Erste. Also so soll es ungefähr schon. Das lasse ich jetzt ein paar Stunden stehen. Aber um das nicht zu warten, habe ich natürlich schon was gerichtet. Das habe ich so vor drei Stunden glaube ich eingestellt. Das müsste schon recht süß sein. Ja. Man kann natürlich auch mit dem Löffel umrühren. Auch jetzt noch nicht. Und ja, ich mache das jetzt so, ich nehme den raus. So. Und dann werden ein paar Blüten drin bleiben. Recht wahrscheinlich. Ich lege es dann hinterher. So, so schaut es dann aus. Und ja. Vielleicht schmeckt es euch schon so. Aber ich habe noch einen kleinen Trick. Wenn ihr müsst natürlich nicht. Aber mir schmeckt es, wenn man vor einem weißen Zug, ich habe das gerne, so reintut. Mir schmeckt es. Und ja, ich starte einfach mal das Schleifwasser rein. Ja. So was. Dann tue ich den Löffel weg. Nehme ich einen anderen. Und da muss man es noch ein bisschen stehen lassen. Und ich würde es empfehlen, dass man die Blüten wegsiebt. Man kann es halt auch oben lassen. Zum Trinken ist es nicht so gut. Und auch nicht so gesund. Und ja, das machst du manchmal. Man sieht weg in ein Glas reinfüllen. Und dann würde ich sagen, guten Trinkkredit. Tschüss! Lasst bitte ein Like und Abo da und schreibt es in die Kommentare, falls ihr mehr solche Videos wollt. Mit einfachen Sachen zum Vorbereiten. Und ja, ein wichtiges habe ich noch vergessen. Ich mache immer so ca. 1 Liter. Also ja. Tschüss!